worum geht's? Ich möchte ein paar Vorbemerkungen formulieren und mein Ziel für heute beschreiben. Dann möchte ich auf den Begriff der Krise näher eingehen, denn es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass man weiß, was eine Krise überhaupt ist. Ja, gibt es so, also was ist das Wesen einer Krise oder gibt es sowas wie eine objektive Krise? Und dann möchte ich das fokussieren, worauf ich besonders Wert lege. Meine These ist, man braucht Zeitdeutungen, theologische Situationsanalysen, um überhaupt wieder handlungsfähig zu werden. Möchte das dann quasi aus einer säkularen Perspektive mit Hilfe des Begriffes des Paradigmenwechsels erörtern und dann aus meiner sozialwissenschaftlichen Forschung ein paar Indikatoren für diesen Paradigmenwechsel zeigen. Dann auf den Begriff der theologischen Situationsanalyse eingehen und dann drei Impulse darstellen. Erstens meine These Krise als Lernorte der Befreiung wahrnehmen zu lernen. Zweitens sowas zu entwickeln wie eine apokalyptische Hoffnung. Und drittens, damit Sie sehen, das sind nicht nur Ideen, die ich allein habe, habe ich die höchste katholische Autorität auch als Zitat mitgebracht. Papst Franziskus denkt über diese Fragen auch nach. Er legt auch sowas wie eine Krisendeutung vor. Und die habe ich Ihnen mitgebracht. Quasi, er soll dann das Schlusswort haben. Gut, Vorbemerkung. Die Frage in der Ausschreibung war ja, wie kann ich die Gegenwart gut beschreiben? Du hast jetzt Bestehen. Bestehen, war schon beim nächsten Satz. Du hast jetzt bei der Vorstellung vom Wir gesprochen. Das hat mich sehr gefreut, ja, weil ich da auch ganz gerne dann was ergänzen möchte. Ich möchte zu der Frage vorweg etwas ergänzen, was mir als Zeitdiagnose wichtig ist, als erste Zeitdiagnose. Wie kann ich die Gegenwart gut bestehen im Angesicht des Endes der Welt, wie wir sie kannten? Das klingt vielleicht ein bisschen gruselig, ja. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, und das tun eigentlich viele Wissenschaftlerinnen, es läuft diese Woche gerade ein ganz hervorragendes Radiokolleg von Günter Keindesdorfer, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, zur Frage der Zeitenwende und des Epochenwandels. Und da kann man schon davon ausgehen, die Krisen oder die Krise, in der sich die taumelnde Welt aktuell vorfindet, die werden in absehbarer Zeit nicht zu Ende gehen. Ja, also Stichwort Klimakatastrophe. Wirtschaftskrise, soziale Ungleichheit, die Frage der Migration, die Frage auch oder das große Thema der globalen Machtkämpfe um eine hegemoniale Vorherrschaft, also die Verschiebung von großen imperialen Kräften, die aktuell, sage jetzt nur China und Russland und Amerika, wo aktuell einfach momentan beinhart und das eigentlich schon seit 1989, nur wird es jetzt mittlerweile sichtbar, um Ressourcen, Macht und Vorherrschaft gekämpft wird. Das wird so bald nicht aufhören. Ja. Ich bin keine Zukunftsvorausseherin, aber das traue ich mich tatsächlich sagen. Also es wird die Frage sein, wie bestehen wir in dieser Zeit? Ja. Was ich hier machen kann, wie gesagt, ich bin kein Wunderwuzi, ja, aber was ich machen kann, ist quasi, dass ich ausgewählte Möglichkeiten einer gewissen Antwort oder Antworten auf diese Frage anbiete, die meiner Forschung einerseits und auch meinen persönlichen Antworten auf die Krisen der Gegenwart entstammen, weil ich leide ja genauso an dieser Situation wie vielleicht viele von Ihnen hier und überhaupt viele Menschen momentan. Und da versuche ich im letzten Jahr oder eigentlich seit der Pandemie, mir eben auch zu überlegen, was kann ich denn für mich persönlich fruchtbar machen an christlichen Narrativen, an christlichen Optionen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass es die eine christliche Antwort gibt. Ja, die ganze Bibel ist eine Antwort in großer Pluralität auf permanente Krisenerfahrungen. Und vielleicht auch am Anfang, damit Sie sich von mir nicht zu viel erwarten, es gibt keine Garantie auf ein Happy End. Ja, es gibt Verheißungen, auf die werde ich noch zu sprechen kommen, aber eine Verheißung ist ein Versprechen, das auch vom anderen Partner abhängt, also eine relationale Kategorie. Ein Happy End auf Erden ist uns nicht garantiert. Ja, also das erwarten Sie sich bitte nicht von mir, dass ich Ihnen das gebe. Mein Beitrag wird ein paar Thesen umfassen, die ich wirklich gern zur Diskussion stelle und wo ich dann eben auf Ihre Impulse, Ihre Ergänzungen oder auch Ihren Widerstand und Ihre Kritik warte. Wesentliche Elemente meiner Antwort sind zum einen, Sie haben es schon gemerkt beim Einstieg, ich und wir. Ja, ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, dass wir gesellschaftlich aus unserem individualistischen Rückzug zurück, also, den müssen wir beenden, schlicht und ergreifend.
Das heißt, die Frage muss tatsächlich sein, wie können wir die Gegenwart gut bestehen und offensiv auch gestalten? Ja, also es geht nicht nur um Erleiden, sondern es geht auch darum, sie zu gestalten. Das heißt, es gilt dieses Ich, und damit meine ich auch das familiäre Ich, also es geht nicht nur ich, meine Familie und vielleicht noch ein paar Freunde, sondern es geht tatsächlich um etwas, das ja auch konstitutiv zur christlichen Tradition gehört, Gemeinden, ja, die Kahalim und die Ekklesie, ja, also quasi die Communities, die es da von Anfang an konstitutiv gibt und die das biblische Sozialwesen im Wesentlichen ausmachen, also quasi Gemeinschaften, die über die Familie hinausgehen, zu gründen, Akteure und Akteurinnen der Krise zu werden, also sie quasi nicht nur mental und psychisch zu bewältigen oder zu bestehen, sondern auch tatsächlich ins Handeln zu kommen und solidarische Strukturen des Lebens mit Krisen zu entwickeln. Das hat auch einen ganz handfesten sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe Ihnen hier zwei Personen aufgeschrieben, bei denen ich das gelernt habe. Das eine ist der Zygmunt Bauman, ein polnisch-jüdischer Sozialwissenschaftler, der ein Buch hat, viele Bücher verfasst. Eines davon heißt Liquid Fear, also verflüssigte, flüssige Angst. Und da drinnen beschreibt er unter anderem quasi aus einer soziologischen Perspektive die Situation in New Orleans im Zusammenhang mit Katrina. Blut, Wirbelsturm. Und wenn man als Soziologe auf das draufschaut, das habe ich bei ihm gelernt, lässt sich feststellen, wer da jeweils untergeht, ist quasi kein Fatum, ist kein Schicksal, sondern hängt eng damit zusammen, wie quasi vor dieser konkreten Katastrophe und eigentlich auch vor jeder Katastrophe, das ist seine Botschaft, wie vorher die sozialen Strukturen einer Gesellschaft ausschauen. Das heißt, wenn es in einer Gesellschaft vorher auf der Meso-Ebene der Gesellschaft stabile Strukturen gibt, also wirklich Gemeinschaften, die einen guten Zusammenhalt haben und die über die Familie hinausgehen, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, in einer Krise zu überleben, als wenn es solche Strukturen vorher nicht gibt und quasi das Individuum auf sich selbst oder nur auf seinen ganz kleinen Kreis zurückgeworfen ist. Was jetzt ganz konkret bei Katrina zur Folge hatte, dass die Weißen diese Katastrophe einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebt haben, weil die hatten bessere Sozialstrukturen, die hatten mehr Institutionen, die hatten auch mehr Geld, um zeitgerecht abzureisen, wohingegen die schwarze Bevölkerung dort infolge all dieser weniger vorhandenen Faktoren schlicht und ergreifend viel mehr Opfer zu verzeichnen hatten. Es gibt ein weiteres Buch, das ich Ihnen empfehlen kann, von Niall Ferguson, einem Stanford-Historiker, Doom heißt das. Der hat sich über die Geschichte hinweg alle Katastrophen angeschaut, also quasi von Erdbeben, Flutwellen, Hungersnöten, Pandemien, und auch da wird regelmäßig sichtbar, wie vorher quasi die Sozialstruktur vorher und die soziale Kohäsion vorher ist aus sozialwissenschaftlicher und auch historischer Sicht der entscheidende Faktor, ob man auch als Individuum eine Krise überstehen kann. Ja? Einzeln ist es nicht zu schaffen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert und untergeht, viel größer. Ähnlich auch der Dieter Senghas aus der Friedensforschung, das sind eigentlich schon die 70er Jahre, die 1970er Jahre, wo man auch geforscht hat, was hält denn eigentlich eine Gesellschaft zusammen. Und auch hier wird sichtbar, ganz entscheidend ist natürlich einerseits der Staat und auch ein starkes Individuum, gar keine Frage, aber für den sozialen Zusammenhang ist die Existenz von Gruppen, Gemeinschaften, Communities, die über die Familie hinausgehen, zentral. Die können auch durchaus relativ homogen sein, soziologisch. Aber da ist der springende Punkt, den man da herausgefunden hat, sind diese verschiedenen Gruppen miteinander in Kontakt? Gibt es da Austausch? Ja? Gibt es da Begegnung? Kennt man sich da? Das heißt jetzt nicht, dass jeder jeden kennen muss. Ja? Es heißt aber, dass es quasi in einer Gruppe immer Personen geben muss, die jetzt zu anderen, sagen wir in Bezug auf die Klasse, in Bezug auf die Religion, in Bezug auf die Kultur, die zu anderen sozialen Gruppen gut vernetzt sind. Ja, also quasi diese über Personen vernetzten Gemeinschaften auf der Meso-Ebene einer Gesellschaft, die stärken die soziale Kohäsion und den Frieden. Wenn die wegbrechen, dann ist eine Gesellschaft im Krisenfall einfach hochgradig anfällig.
Das zeigt ex negativo auch die Hannah Arendt in ihrer ihren Totalitarismusstudien, die zeigt, wie das totalitäre Systeme als allererstes darauf zielen, genau diese Meso-Ebene von Gesellschaft quasi zu entfernen, weil nicht so vulnerabel ist gegenüber einer großen politischen Macht, wie in dem Fall dem Nationalsozialismus oder auch dem Kommunismus, wie quasi das Individuum, das nur seine Familie hat und vielleicht ein paar Freunde, aber sonst nicht eingebunden ist in eine Gesellschaft. Also ich habe, glaube ich, jetzt sehr deutlich gemacht, es geht darum, wie bestehen wir das, ja? Und haben wir in einer Gesellschaft Strukturen, wirklich auch institutionalisierte Strukturen, die im Krisenfall helfen, dass wir einander helfen und der Einzelne geschützt sind. Also soweit ich weiß, ist auch die Gemeinde Wien beispielsweise sich dessen voll bewusst, wenn sie mit Pfarrern zum Beispiel in Wien kooperiert, was ich so mitkriege, ja? Weil man die einfach braucht. Ja, also und die christlichen Pfarren, also überhaupt religiöse Gemeinschaften oder auch kulturelle Gemeinschaften, haben da eine ganz zentrale gesellschaftliche Funktion. Zweites Element in meiner Antwort ist die Erinnerung an die biblische Tradition. Ja, also ich decke da jetzt nicht alle theologischen Ressourcen ab, die es gibt, das kann ich nicht. Aber Sie wissen vielleicht, dass meine spezielle Liebe der Bibeltheologie gilt. Auch deswegen, wie Dei Verbum ja formuliert, das ist die Norma Normans non normata. Also das ist quasi der Bezugspunkt für uns alle, auch wenn wir uns dann bei den Interpretationen nicht immer ganz einig sind. Aber ich glaube, dass die Erinnerung an die biblische Tradition eine zentrale Quelle ist, Zukunft zu eröffnen, weil wir uns da an unsere Verheißungen erinnern können und weil wir dort erkennen können, dass die Bibel, wenn man sie quasi praktisch theologisch oder auch religionspädagogisch betrachtet, eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite erzählt, wie Menschen lernen, mit Krisen umzugehen. Und diese Erinnerung möchte ich freisetzen. Und der dritte Punkt ist, dass ich glaube, momentan, obwohl ich jetzt, oder vielleicht weil ich praktische Theologin bin, die wesentliche Veränderung, die wir derzeit in Europa zu vollziehen haben, und kirchlich haben wir sogar ein Wort dafür, Metanoia, aber ich glaube auch gesellschaftlich, das ist die Veränderung, die im Kopf stattfinden muss. Also quasi der Wandel der Wahrnehmung der Zeit. Wir nennen das in unserer Tradition Metanoia, also quasi das darüber hinausdenken, das Andersdenken, die Wirklichkeit anders wahrnehmen lernen, wenn man sich das griechische Wort anschaut. Wir übersetzen es meistens mit Umkehr und das ist meistens sehr moralisch konnotiert. Dagegen habe ich auch gar nichts. Ja. Aber die moralische Wende setzt quasi die Wende in der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Welt und auch der Zeit voraus. Und erst dann wird eigentlich ein Umhandeln möglich. Wobei ich glaube, dass man durch Umhandeln, also durch ein verändertes Handeln, auch den Geist verändern kann. Jede Psychotherapie oder manche Psychotherapien machen das ja genauso. Nicht? Die lassen dich quasi mal probieren, dass du anders handelst und dabei verändert sich auch deine Wahrnehmung. Also ist jetzt, also gibt es zwei verschiedene Wege, aber entscheidend ist, es muss sich etwas meta, ja, es muss sich da etwas verändern, weil ich eben davon ausgehe, mit der biblischen Tradition, dass die Welt, wie wir sie kannten, zu Ende geht. Das wäre jetzt auch hier und heute nicht das erste Mal. Auch davon erzählt die Heilige Schrift immer wieder, es entsteht eine neue Welt. Wie die aussieht, kennen wir noch nicht. Mir ist auch klar mit Blick auf die Geschichte, dass das gefährlich ist. Solche Zeitenwenden waren immer, also ich kenne, wenn Sie ein Gegenbeispiel kennen, ich freue mich drüber. Ich bin keine Historikerin, aber das, was ich kenne, Zeitenwenden waren immer verbunden mit einem Ansteigen von Gewalt und auch leider Krieg, ja, weil es Abwehrmechanismen gibt gegen diese Prozesse. Aber biblisch möchte ich nur an den Paulus erinnern, wenn er sagt, wir befinden uns eigentlich in einer Zeit, wo quasi eine neue Schöpfung geboren wird. Ja, und im Bild des Geborenwerdens, finde ich, wird beides so prägnant sichtbar. Einerseits etwas so wirklich Hoffnungsfrohes, ja, ein Kind gebären heißt ein neues Leben in diese Welt setzen, etwas Neues schöpfen, teilhaben an der Schöpfung Gottes. Und heute wissen wir das vielleicht nicht mehr so, aber in Zeiten des Paulus war das Gebären lebensgefährlich für Frauen. Und in manchen Teilen dieser Erde ist das auch heute noch so. Also Gebären ist alles andere als etwas Harmonisches, Schönes. Ja, wer ein Kind geboren hat, weiß das auch, dass das wehtut. Ja. Und dass man froh ist, wenn es dann wieder vorbei ist. Aber dass das eine prekäre Übergangssituation ist. Und dieses Bild finde ich sehr stark als eine quasi Geschichtsdeutung. Und laut biblischem Befund, Paulus bezieht sich da ja auch auf die Tradition, ja, befinden wir uns seit jeher schon in einer solchen Zeit.
Oder ich erinnere an die geschichtstheologischen Deutungen, die Sie in Gaudium et Spes finden, wo ja auch quasi die Krisen der damaligen Gegenwart als Wachstumskrisen beschrieben werden. Wieder ein Bild, das eigentlich darauf verweist, es entsteht etwas Gutes, aber das ist mit Schmerz verbunden. Mein Sohn hatte beispielsweise immer wieder so Wachstumsschmerzen, das haben ja manche Jugendliche, auch nicht lustig, ja. Aber man wird einfach größer dabei. Ja? Und wenn man eine psychische Krise hat, wer das schon hatte, weiß auch selten angenehm und lustig. Aber wenn man gut begleitet wird und wenn man quasi sich da auch hineinbegibt und bereit ist, was zu lernen, kann man daran wachsen. Das heißt, was mir heute wichtig ist, sind jetzt nicht, und das bekommen Sie nicht von mir, psychische oder spirituelle Techniken, um quasi diese Krisen zu bestehen. Ja? Das können andere besser. Beziehungsweise sind alle Buchhandlungen voll von solchen Dingen, sondern ein Buch, wie man die Zeit, in der wir leben, theologisch verstehen kann, die Situation, in der wir leben, verstehen kann. Das war auch immer eine Anforderung von Karl Rahner an die praktisch-theologischen Fächer. Bevor die irgendwas sagen, was zu tun ist, müssen sie zuerst eine theologische Zeitanalyse machen. Also die müssen es riskieren, anzusagen, in welcher Zeit wir uns aus der Perspektive des Glaubens, eines theologisch reflektierten Glaubens befinden. Das ist gefährlich, wir werden noch hören, warum. Aber andernfalls bleibt der Glaube quasi ein Set von Glaubensüberzeugungen und Vorstellungen, an die man glaubt oder auch nicht. Oder ein Packerl mit Handlungsanweisungen. Und ich denke, dass die christliche Tradition viel, viel mehr zu bieten hat, eben auch theologische Zeitanalysen. Und diese eröffnen uns Perspektiven, die dann auch das Handeln verändern. Ja, weil es ganz entscheidend ist, wie nehme ich die Welt wahr, wie nehme ich die Zeit wahr, wie deute ich die Zeit, ist ganz entscheidend, was ich dann tue. Nicht? Also wenn ich glaube, die ganze Welt geht unter, werde ich anders handeln, als wenn ich mich auf eine Verheißung beziehe, die mir sagt, da wird eine neue Welt geboren. Das setzt ganz andere Kräfte frei, als zu meinen, na, das geht eher alles unter, da wäre ich dann passiv, aggressiv oder sonst auch noch etwas. Für diesen Epochenwandel möchte ich Ihnen, das gehört zu meinen Zielen, Indikatoren zeigen und auch ausgewählte Motive aus der biblischen Tradition heranführen. Damit bin ich bei Frage 1, was ist überhaupt eine Krise? Ja, im Sprachgebrauch, wenn man dafür sensibilisiert ist und so zuhört, hat man ja das Gefühl, das sind so objektive Fakten, Zustände. Ja, du hast das ein bisschen in deiner Sprache auch drin gehabt. Ne? Also wenn du sagst, die Krisen sind bei uns, ja, die gab es auch in Europa schon vorher, wir haben sie nur nicht wahrgenommen. Ja? Aus unterschiedlichen Gründen. Ja? Also ich bin erzogen worden, da war quasi der eiserne Vorhang und daneben war eigentlich nichts. Ja? Das ist bei mir so hängen geblieben in meiner schulischen Ausbildung. Ja? Da war Osteuropa, aber das war irgendwie alles gleich und da hat man nichts genau gewusst. Ja? Man hat in den 60er Jahren schon von der Ökokrise gesprochen. Ja. Migration 1972, Club of Rome Bericht, da wurde auch damals schon gesagt, wenn Sie das googeln, Club of Rome Bericht 72, da steht wirklich wortwörtlich, und es werden Schiffe an den Grenzen Europas kommen und da werden Menschen sitzen, denen durch die Veränderung des Klimas und durch den Hunger die Lebensmöglichkeiten genommen. Also wenn man wollen hätte, hätte man das in den 60er Jahren schon wissen können. Der Fassmann, also unser ehemaliger Bildungsminister und Rektor an der Uni Wien hat schon vor 30 Jahren in seiner Migrationsforschung die Entwicklungen im afrikanischen Raum in Bezug auf Migration erforscht. Ja. Also das Wissen war da, aber es kam aus unterschiedlichen Gründen nicht an. Das analysiere ich jetzt nicht, aber quasi Krisen heißt, es ändert sich was im Bewusstsein. Ja. Die kommen nicht plötzlich und die sind nicht Gegenstände, sondern da ändert sich unsere Wahrnehmung. Also Krisen sind keine objektiven Zustände, sondern, um das mit Jörn Rüsen zu formulieren, ein Historiker, der sich mit Krisenphänomenen auseinandergesetzt hat, Klammer auf, es gibt wirklich Krisenforschung, ja, habe ich auch erst entdeckt im letzten Jahr, nicht, weil man dachte, es wäre eine andere Schicht schon was überlegt haben, was man da tut. Und in der Tat gibt es da viel dazu. Bei Jörn Rüsen hat mir deswegen so gut gefallen, weil er da so schön unterscheidet zwischen verschiedenen Arten der Krisen, aber im Wesentlichen sagt er, geht es um Kontingenzerfahrungen, die dazu führen, dass
Werte, Überzeugungen, Deutungen, Hoffnungen, Erwartungen, Lebensvorstellungen, Lebensziele, also das können Sie jetzt beliebig erweitern, die bisher so selbstverständlich waren, dass sie einem nicht einmal bewusst waren, dass das durch ein Ereignis plötzlich erschüttert wird, ja? Und plötzlich merkt man, ich muss jetzt irgendwie auf diese Veränderung meiner Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen reagieren. Ja? Also es gibt schon ein Ereignis, das plötzlich in die Wahrnehmung tritt. Und wenn es quasi massenhaft in die Wahrnehmung tritt, dann spricht die Gesellschaft von einer Krise. Aber der springende Punkt daran ist, dass quasi dass mir bewusst wird, dass plötzlich das, was ich für selbstverständlich gehalten habe, also was weiß ich, viermal im Jahr einen Flug zu machen nach in irgendeine Stadt. Ja. Plötzlich merkt man, das ist eigentlich ökologischer Wahnsinn, das geht nicht, solche Wochenendausflüge. Ja. Oder man merkt plötzlich, die Gesellschaft hat sich so verändert, man fährt in einen Wiener Bezirk und sieht, da hat sich wirklich, gibt es wirklich viele andere Sprachen. Ja. Ich sage noch nicht, wie man darauf reagieren muss, ja, aber man sieht es plötzlich. Ja, oder man sitzt in der Straßenbahn und sieht die ganzen Kinderklassen, die sind einfach bunt gemischt und sie sprechen tatsächlich nicht nur mehr Deutsch. Ja. Also da ändert sich plötzlich die Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmungsveränderung führt zu dem, was wir Krise nennen. Also Kontingenzerfahrung heißt, ich komme drauf, dass das, wie ich mir die Welt bis jetzt vorgestellt habe, wie die Ordnung sein soll, worauf man sich vorbereiten soll, worauf man sparen soll, was auch immer, ja, das, was womit wir halt so erzogen werden, ja, komme ich plötzlich drauf, dass es eigentlich weder selbstverständlich und eigentlich auch relativ kontingent, sprich zufällig. Ja. Das könnte auch ganz anders sein. Menschen mögen das in der Regel nicht besonders gern, solche Erfahrungen nicht. Noch dazu, wenn ihnen das so selbstverständlich und fremd ist. Und das verlangt jetzt quasi Prozesse des Umdenkens, was zur Folge hat, dass die bisherigen Werte, Überzeugungen und Deutungen der Wirklichkeit unserer Welt, das ist jetzt eine normative Aussage, das heißt nicht, dass das immer schon passiert, ja, aber eigentlich korrigiert, ergänzt, neu interpretiert werden müssen. Ja, die Arbeit findet im Kopf statt. Und manchmal, wenn die Krisen besonders manifest sind, also quasi die Erschütterung unserer Weltvorstellungen besonders heftig sind, und ich glaube, dass wir in so einer Situation momentan leben, weil es viele Leute betrifft und weil es die gesamte Lebensweise bei uns betrifft, die da hier zur Disposition steht, manchmal muss man auch tatsächlich neue Weltsichten erst entwickeln. Also der Jörn Rüsen unterscheidet da verschiedene Typen von Krisen. Er sagt quasi, bei so kleinen Krisen, wenn die Erschütterung nicht so schlimm ist, dann muss man ein bisschen was Neues dazulernen und nachher ist alles wieder so wie vorher. Ja. Und dann gibt es die ganz großen Krisen. Er bezieht das auf die Krise Europas, die durch Auschwitz ins Bewusstsein geraten ist. Da ist man mal sprachlos und da kann man überhaupt noch gar nichts im Kopf umformulieren, ja, sondern da ist einmal eine Pause, ja. Und da muss sich wirklich ein neues Weltbild, eine neue Sicht auf den Menschen erst entwickeln. Und das hat ja auch stattgefunden nach 45 in unserem Breitengraden. Ja. Also gerade dieses Beispiel ist ein Beispiel, was eine katastrophische Krise, so nennt er das, was eine katastrophische Krise bedeuten kann, dass einem nämlich wirklich die Sprache fehlt. Ja. Und die Erschütterung so tief ist, dass man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Dass es aber möglich ist, zumindest in Teilen der Bevölkerung, da quasi wieder zur Sprache zu kommen und auch etwas zu verändern. Also ganz konkret politisch Menschenrechte quasi wirklich anzuerkennen. Die gab es vorher auch schon, ja. Aber die sind quasi erst in der breiten Akzeptanz auf staatlicher Ebene möglich geworden nach dieser katastrophalen Erschütterung durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Shoah. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Typus von Krise wir befinden, aber in einer kleinen befinden wir uns nicht, ja, wo es quasi reicht, dass man ein bisschen was dazulernt. Ob es wirklich schon eine katastrophische ist, das hoffe ich nicht, ja, obwohl natürlich quasi auf der Ebene der Individuen für manche Personen schon so ist. Ja. Also da muss man nochmal unterscheiden, quasi auf die Ebene, wenn so massenhafte Kontingenzerschütterungserfahrungen stattfinden, was ist quasi das gesellschaftliche Klima und wie reagiert der Einzelne drauf? Ja, da ist nochmal ein Unterschied. Also dem Rüsen geht es vor allen Dingen quasi um Zeitdiagnosen einer ganzen Kultur und Gesellschaft. Der schaut nicht so stark auf die Individuen. Faktum ist,
dieser normative Satz, so wie ich ihn formuliert habe, das passiert natürlich nicht immer automatisch und in der Regel auch nicht wirklich gern. Ja. Wer tut das schon gern, wenn er merkt, dass sein bisheriger Lebensstil möglicherweise ökologisch nicht ganz so verträglich war oder bestimmte Weltsichten einfach nicht stimmen, ja, weil die Medizin oder die Biologie oder eine andere Wissenschaft einem heute sagt, das ist so nicht, wir haben uns geirrt. Das macht Schmerz, ja, das irritiert. Was dazu führt, dass es in der Realität eine Fülle von Abwehrmechanismen gibt, individuell und kulturell. Und die können wir momentan ja auch alle ganz heftig beobachten. Also ich sage jetzt nur eine ganze Liste, also ganz simpel, das macht einmal Angst. Ja? Und wie Sie wissen, die gängigen Reaktionen auf Angst sind entweder Flucht, ja? Da habe ich dann eine ganze Reihe von Fluchtreaktionsmöglichkeiten. Ja, na, ist eh nicht so schlimm oder gibt es gar nicht den Klimawandel oder so irgendwie. Ja. Also Flucht oder, was ist das andere? Lähmung. Ja. Also da macht man gar nichts. Oder Aggression. Ja. Und die ganze Bandbreite können wir heute beobachten. Das zweite Problem, das habe ich beim Harald Welzer gelernt, in einem Buch, also in dem Buch, wo er quasi sich mit seinem eigenen Herzinfarkt auseinandersetzt, da fällt mir der Titel jetzt nicht ein, aber was er da so schön herausarbeitet ist, dass die Veränderung quasi deswegen auch so schlecht ist, also so schwierig ist, weil es quasi einerseits mentale Strukturen gibt, in denen wir aufgewachsen sind und die in unseren Köpfen sind. Und wenn die dann quasi auch durch gesellschaftliche Strukturen, also Arbeitsabläufe, ja, oder einfach Mobilitätskonzepte und die vorhandenen Möglichkeiten und Strukturen, wie wir leben können, wenn sich das nicht ändert, dann ändern sich auch unsere mentalen Strukturen nur sehr langsam. Ja. Weil es einfach schon einfach viel, viel Kraft kostet, quasi gegen Strukturen anzuleben. Ja. Also wenn es keinen öffentlichen Verkehr gibt oder der öffentliche Verkehr irrsinnig teuer ist oder es gibt überhaupt keine Verbindungen, dann wird man wieder zum Auto greifen. Ja. So ist das gemeint. Ja. Oder wenn das vegane Essen oder das vegetarische Essen oder wenn das Gemüse so sauteuer ist und man sich das Fleisch beim Spar ganz billig kaufen kann, dann werden sich große Teile der Bevölkerung, noch dazu im Inflationskontext, natürlich das Billigere kaufen. Ja. Das ist jetzt gar nicht so sehr eine moralische Frage, sondern beim Welzer kann man lernen, das hat ganz viel mit den Strukturen zu tun, in denen wir leben und die man nicht so ohne weiteres überwinden kann. Wenn ein ganzer Teil der Bevölkerung quasi 60 Stunden in der Woche arbeitet, weil man glaubt, das muss so sein, ja, oder weil das die Firma verlangt, ja, dann ist einfach wenig Zeit, sich politisch zu engagieren. Das wäre aber momentan relativ wichtig, sich auch dazu aktivieren, wenn es keine Zeit dafür gibt, weil Arbeitsstrukturen so sind, wie sie sind, ja, ändert sich auch nichts. Also es ist nicht nur das Individuum, das quasi verweigert, sondern man muss auch schauen, welche Strukturen fördern es eigentlich, dass wir Zeiten und Räume und Möglichkeiten haben, auch miteinander ins Gespräch zu kommen, was wir ändern müssen und dass wir etwas ändern müssen. Das ist in den normalen Alltagsstrukturen äußerst, äußerst schwierig. Dann gibt es Negation, Leugnung, Abwehr. Es gibt auch Regression auf frühere Lösungen. Sie sehen, wir sind da auch im Bereich der Psychoanalyse. Dieses Instrument ermöglicht einem vieles zu verstehen, was wir momentan beobachten können. Also beispielsweise Nationalismus, die Vorstellung, wir werden hier zum Beispiel in Österreich die Probleme alle aus eigener Kraft lösen, ob das jetzt Ökologiefrage ist oder die Wirtschaftsfrage ist oder welche Frage auch immer, das nennt man nationalistisch. Ja. Das ist eigentlich quasi der Versuch, mit alten Methoden etwas zu verändern oder zu lösen, was sich schon einmal nicht bewährt hat und in einer internationalen Welt, in einer vernetzten Welt sowieso gar nicht klappen kann. Ja. Aber es ist eine Lösung, indem man so wie die Kinder halt quasi regredieren auf frühere Entwicklungszustände, wenn eine Stresssituation entsteht, kann man solche Mechanismen auch gesellschaftlich beobachten, ja, oder die Fremdenfeindlichkeit oder der Autoritarismus, der so wie wir in unseren Wertestudien sehen, momentan wieder relativ unangenehm ansteigt, ja. Weil unter Druck werden Menschen autoritärer. Ja? Nicht, weil sie so böse sind, sondern weil es ist zu wenig Zeit, man hat Angst und autoritäre Lösungen gehen einfach geschwinder als demokratische Prozesse. Ja? Also wir haben quasi Regression auf frühere Lösungen, wir haben Projektion auf Sündenböcke, alles Lösungen, die man schon probiert hat in Krisenzeiten und wo wir eigentlich wissen, sie haben nicht funktioniert, aber Menschen funktionieren auch leider nicht immer ganz rational. Beschönigung, ja,
nicht so schlimm, Rationalisierung, 1000 Gründe anführen können und trotzdem nicht ins Handeln kommen. Man muss, glaube ich, auch die Verschwörungsmythen und die wahnhaften Ideologien, die in den letzten Jahren im Zuge der Pandemie aufgetaucht sind, in diesen Kontext sehen, weil Menschen dann einfach versuchen, wenn sie keinen Sinn in dem erkennen oder keine Akteure oder Institutionen gesellschaftlich da sind, die quasi dabei unterstützen, zu verstehen, was läuft hier eigentlich und wie hängt das zusammen. Menschen brauchen das, kann man beim Tom Fairkamp lesen, einem Theologen, der über das nachgedacht hat. Dann werden die anfangen, sich ihre eigenen Geschichten zu erfinden. Also man kann Verschwörungsmythen, so verrückt sie teilweise sind oder auch so faktenbefreit, auch quasi als Ausdruck einer anthropologischen Grundlage verstehen, dass Menschen solche Sinngeschichten brauchen. Ja? Dass die wissen müssen, dass die sich auch in der Zeit orientieren können müssen, dass die sich überhaupt in der Gesellschaft orientieren müssen, dass die einen Zusammenhang brauchen, weil man sonst überschnappt. Ja? Sonst hat man lauter so technokratische Lösungen, aber man sieht quasi den inneren Sinnzusammenhang nicht. Und die Verschwörungsmythen und auch wahnhafte Ideologien leisten das. Nicht gut, aber sie haben da eine ganz wichtige Funktion, deswegen sind sie auch so resistent gegenüber rationaler Aufklärung. Und da wissen Sie, wenn Sie Freundinnen oder Bekannte haben, ich habe das, da nutzt kein rationales Argument was. Ja, weil es quasi eine ganz wichtige Funktion hat. Das wäre so, wie wenn man mir erzählen würde, meine biblische Weltsicht ist falsch. Ja, würde ich wahrscheinlich auch nicht so, die ist ja nicht nur hier, die prägt ja mein Leben. Ja, und die hilft mir, die Welt zu verstehen. Und das, was dann noch verschärfend dazu kommt, wenn quasi all diese individuellen Abwehrmechanismen auch noch politisiert werden. Ja, und dann quasi die Themen, die Ängste, die Aggression, der Rückfall auf frühere Lösungen, wenn das quasi auch noch als politisches, also im politischen Diskurs rezipiert wird, und man vor allen Dingen da alle möglichen Abwehrstrategien in den Diskursen sieht von Krisen, um das irgendwie nicht wahrnehmen zu müssen. Und zwar deswegen, weil es keine Alternative gibt. Ne? Weil in so einer Zeit braucht man eigentlich dann Personen und Institutionen, die einem helfen, irgendwie eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und zwar nicht nur eine individualisierte, ja, wird schon irgendwie alles gut werden, sondern wo man wirklich ein Konzept hat und sagt, okay, wie stellen wir uns die Gesellschaft der Zukunft vor? Ganz konkrete Bilder. Wie möchte ich gerne leben? Ja, und solange das nicht da ist, solange da keine Institutionen und Personen sind, die sowas erzählen können, also außer in Retro-Varianten, aber das ist keine Option, das habe ich eh deutlich gemacht, wird das ganz schwierig und bleibt man in diesem politisierten Abwehrmodus. Ein paar Indikatoren für Wertewandel, zwei Beispiele habe ich Ihnen gebracht, wo man wirklich merkt, dass da wirklich ein Umbruch stattfindet. Warten Sie mal, habe ich da das Richtige? Ja. Umwelt und Klima. Ja, da wissen wir aus unseren Werteforschungsstudien, dass quasi die Werte des fossilen Zeitalters in Frage gestellt werden. Und, also was sind das für Werte? Ja? Also Vorstellungen von unendlichem Wachstum, unbegrenzter Ressourcenverbrauch, um des wachsenden Wohlstands willen, weil der quasi so das übergeordnete Ziel ist. Dass auch die Vormachtstellung des Menschen gegenüber der Natur in Frage gestellt wird. Und die Folge davon, ich weiß nicht, Sie werden mit jungen Menschen, wenn Sie mit jungen Menschen zu tun haben, werden Sie auf das alles schon gestoßen sein. Mir begegnet es auf der Universität bei den Studierenden, mir begegnet es im Freundeskreis meines Sohnes. Alternative Lebensstile werden entwickelt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon über Veganismus diskutiert habe, ja, und mir eigentlich denke, ich hätte gern Moraltheologen, die mir da kluge Antworten drauf geben, ob ich jetzt Fleisch essen, ob ich jetzt überhaupt Fleisch essen darf oder nicht. Ja, ich bin mit Martin Lindner im Gespräch und frage den da diesbezüglich. Ökofeminismus, ja, das ist ein eigenes Konzept, wo quasi die Frage der Unterdrückung der Natur mit der Unterdrückung der Frau in Verbindung gebracht wird. Das habe ich von einer jungen Kollegin gelernt. Dann die ganzen Entwicklungen rund um Post- und Transhumanismus, wo sich wirklich das Menschenbild verändert. Ja, also Stichwort Verbindung mit technologischen Entwicklungen, ja, also auch bis hin zu Implantaten oder auch quasi das Verschwimmen der Artgrenze zwischen Mensch und Tier. Also da gibt es ganz neue Modelle, die ich jetzt keine Expertin, ich nehme nur wahr, das entwickelt sich alles.
Träger dieser Entwicklungen sind vor allen Dingen junge Menschen, junge gebildete Menschen und auch nicht nur in Europa, sondern weltweit und intellektuelle Eliten. Was dann im Weiteren dazu führt, wenn das quasi verbreitet wird, dass wir mit enormen gesellschaftlichen Polarisierungen konfrontiert sind bei der Rezeption dieser quasi Entwicklung dieser Modelle, verbunden mit Elitenbashing und verbunden auch mit einem zum Teil massiven Generationenkonflikt. Wobei das natürlich auch innerhalb der Generationen ist. Also das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie ich es darstelle. Aber es ist quasi ein Zeichen dafür, dass wir in einem wirklichen Paradigmenwechsel auch drinnen sind. Und bei Paradigmenwechsel kann man das, wie bei der kopernikanischen Wende, kann man immer beobachten, es entstehen unglaubliche gesellschaftliche Konflikte, weil quasi neue Weltsichten plötzlich da sind. Und die werden dann von jemandem eingebracht und dann muss man sich irgendwie dazu verhalten. Der zweite Bereich, da wird es dann noch schwieriger, bei der Klimageschichte geht es ja noch halbwegs, ja. Das ist der ganze Wertewandel in Bezug auf Gender, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Geschlechtsidentitäten, also dieser ganze Bereich LGBTQIA+, ja, wo sie wirklich das ganze Spektrum haben von quasi fundamentalistischer Abwehr jeglicher Entwicklung in diesem Bereich bis hin zu Woke-Ideologien, ja, und dazwischen die gesamte Bandbreite. Das prägt ja unsere Gesellschaft unglaublich auf. Ist aber auch normal, weil wir auch hier quasi es mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben, der auch ganz stark in quasi im Bereich junger gebildeter Menschen weltweit ist, auch nicht nur in Europa, und unter intellektuellen Eliten anzutreffen ist, auch übrigens mit Religion massiv betrifft. Also die jüngste Studie vom Engelhardt aus vorigem Jahr hat ja gezeigt, dass weltweit junge Menschen in allen Religionsgemeinschaften, also nicht nur Christen, auch nicht nur katholisch, sondern wirklich auch unter Juden, bei Muslimen, da quasi junge Menschen genau wegen dieses Themenkomplexes, also wegen dieser Wertfragen rund um Sexualität, Gender und Geschlechtsidentitäten, die Religionsgemeinschaften verlassen. Also natürlich nicht alle Jugendlichen, aber dort spielt sich's ab. Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich bewerte das jetzt nicht. Ja. Ich sage nur, das sind Indikatoren, an denen man merkt, da findet ein Umbruch statt, der zu Polarisierung, der zu Konflikten und Polarisierungen führt. Und auch zu Politisierung. Ja, die Politisierung finden wir natürlich beim Wertewandel in Bezug auf Umwelt und Klima auch statt. Ja. Und das führt quasi, also da spiegeln sich quasi die Krisenphänomene auch auf der mentalen Ebene wieder, weil man auch da beobachten kann, da kommen quasi klassische, traditionelle Wertvorstellungen, werden in ihrer Kontingenz sichtbar, in ihrer möglichen Kontingenz. Ja. Und das irritiert natürlich, wenn das, was man bisher an Werten und ethischen Vorstellungen hatte, wenn das plötzlich nicht so sein soll. Also auch hier in diesem Wertebereich, in dem ethischen Bereich, haben wir doch deutliche Krisenphänomene. Und Sie wissen, das ist kein objektiver Zustand, das ist ein Prozess der Reformatierung. Genau. Oder mit einem anderen Wort, Zeit eines Paradigmenwechsels, weil sich bei einem Paradigmenwechsel oder Wandel eben die Konventionen der Wahrnehmung verändern, der Interpretation und der Beurteilung von Welt und Wirklichkeit. Und ich habe es vorher schon verglichen mit der kopernikanischen Wende. Ja, müssen Sie sich mal vorstellen, was das bedeutet. Es steht halt im Lehrbuch halt drin, ne? Aber man muss sich vorstellen, plötzlich ist das Weltbild von wirklich völlig anders. Und die Kirche hat sich ja damals auch unglaublich gewehrt, man kann es verstehen. Man muss alles neu umschreiben, man muss alles neu denken. Wer tut das schon gern? Aber das ist wie wenn, führt natürlich zu Konflikten. Und vielleicht, das wäre meine Arbeitshypothese, befinden wir uns mitten in einem solchen Prozess. Und da weiß man nicht am Ende, wie es ausgeht. Solche Paradigmenwechsel sind immer verbunden mit Konflikten, mit Polarisierungen, auch mit Extremen, mit politisierten Deutungen, Kämpfen um Deutungshoheit und was sich dann eben jeweils quasi erstarkend beobachten lässt, die Reaktion, also die politische Reaktion wird stärker, die das quasi, also das alte System quasi, das sich wehrt, ja, und auf der anderen Seite die Radikalisierung der progressiven Kräfte. Ja. Und ich finde, wir haben das zum Teil innerkirchlich auch. Ja, weil da findet ja gerade eine ähnliche Erschütterung statt. Und dazwischen gibt es normalerweise hoffentlich ein breites Feld, aber wenn die Konflikte nicht gut gelöst werden, dann wird die Mitte immer kleiner und dann wird es wirklich gefährlich.
Also wenn quasi die politische Reaktion immer größer wird und deren Anhänger oder die radikalisierten progressiven Kräfte. Meine These ist, wir befinden uns in einem solchen Prozess umfassenden und heiß umkämpften Paradigmenwechsels, der in Prozessen der Werteverschiebung erkennbar wird und daher auch zu massiven Orientierungs- und Ordnungskrisen in der Gesellschaft führt, verbunden mit Fragen, was ist eigentlich überhaupt noch wahr? Was ist eigentlich überhaupt noch gültig? Was ist ethisch vertretbar und was ist nicht ethisch vertretbar? Und wie löst man das dann alles auch politisch? Das ist ja grundsätzlich mal noch nichts Schlimmes. Ja? Kommt was ins Bewegung, man kann darüber nachdenken, es tauchen neue und alte Fragen auf. Ja? Aber es ist natürlich, wie solche Übergänge immer, gesellschaftlich und politisch geführt. Ein anderes Beispiel, wo wir das auch beobachten können, ist der ganze Bereich der Religion, wo wir meiner Wahrnehmung nach, so wenn ich die Forschung übersehe, auch einen solchen Transformationsprozess sehen. Also Transformation der religiösen Wahrnehmung von Wirklichkeit und Religion. Also jede Kirchenreform allein von Strukturen wird dann nichts nützen. Ja? Wenn so etwas passieren sollte, werden wir dann überhaupt erst mal sehen, was wir im Bereich von Religiosität für Schwierigkeiten haben, weil die Forschung schon sehr deutlich zeigt, es ändern sich auch hier die Paradigmen, wie man das Heilige, wie man Gott, wie man das Transzendente wahrnimmt, wie man darüber denkt. Und das ist nicht automatisch immer kompatibel, so wie wir das in der christlichen Tradition wahrnehmen und denken gelernt haben. Ich glaube, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, aber da steht uns auch viel theologische Arbeit ins Haus und viel individuelle Nachdenkarbeit ins Haus. Aber einer der Gründe, warum wir Schwierigkeiten haben, das ist nicht nur, weil es keine Frauenpriester gibt, keine weiblichen Priester gibt oder den Zölibat gibt, sondern weil sich auf der elementaren Ebene der Religiosität wirkliche Verschiebungen begegnen. Warum oder wie? Säkularisierung, da schließe ich mich an den Thomas Halleck an, weil das eigentlich für mich bis jetzt die beste Deutung war, die ich gefunden habe. Säkularisierung verwandelt das Verständnis von Religion und die Funktion von Religion. Also sie lässt sie nicht verschwinden, ja? Aber sie transformiert die Art und Weise, wie Religion verstanden wird und auch welche Funktion sie haben soll. Das führt zum einen dazu, das ist für Katholiken und Katholikinnen in Österreich immer noch schwierig, Religion wird plötzlich rechenschaftspflichtig. Ja, das musste man die längste Zeit so nicht machen. Das hat der Charles Taylor sehr schön gezeigt. Quasi in der Vormoderne müssen sich die rechtfertigen, die nicht religiös sind. Ja, das ist jetzt anders. Jetzt gibt es quasi eine Weltsicht, die nicht mit Gott rechnet, unter Anführungszeichen. Und quasi die Menschen, die religiös sind, müssen das begründen. Ja, ich finde das eigentlich gut, weil das schärft den Geist und ist eigentlich spannender, weil das dann eine Minderheitenposition ist. Aber das erleben, glaube ich, nicht alle so. Und wir sind es auch nicht geübt. Ja, deswegen sind die theologischen Kurse wichtig, dann lernt man das. Genau. Was sind da so Entwicklungen? Ja? Also das eine ist quasi ein extrinsischer Glaube, ja, relativ traditionell. Da glaubt man, weil das halt immer schon so war, ja, weil man zu einer bestimmten Gruppe dazugehört, weil einem das vor allen Dingen Sicherheit ermöglicht, Stabilität ermöglicht, Zugehörigkeit ermöglicht. Man hat so Vorstellungen einer Weltsicht, an die glaubt man. Ja. Das ändert sich, ja, und das nennt man, und das, was quasi heute praktiziert wird von vielen, durchaus auch in der Kirche, aber nicht nur, auch außerhalb, ja, ist der intrinsische Glaube. Ja. Da glaubt man quasi, wie soll ich das beschreiben, nicht weil man wo dazugehören will oder so, ja, sondern weil man selbst eine Erfahrung gemacht hat, ja, weil man das selbst für lebensbereichernd erlebt hat, ja, und weil einem das selber, dem Individuum Sinn, Orientierung, Erfüllung, was auch immer ermöglicht. Also das ist innen geleitet und orientiert sich nicht am Außen. Wo man das zum Beispiel bemerken kann, ist meine Generation oder viele in meiner Generation, wir hatten noch quasi so ein positives Urteil gegenüber dem Dogma. Also es kommt einem quasi kirchlich eine bestimmte Lehre entgegen und dann heißt Religiosität, ich will das gerne verstehen, ich besuche die theologischen Kurse, ich studiere Theologie, ich frage meinen Pfarrer, was auch immer. Ja. Aber ich habe ein positives Vorurteil und bemühe mich darum, das zu verstehen.
Das ist, glaube ich, vorbei. Ja, das ist ein Minderheitenphänomen. Jetzt ist es quasi in gewisser Weise umgekehrt. Jetzt gibt es die Forderung. Zuerst einmal möchte ich selber einen individuellen, authentischen Erfahrungsbezug von etwas erkennen können. Und dann fange ich vielleicht an, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Vielleicht. Ja? Also ich habe quasi kein positives Vorurteil, dass das eigentlich gescheit sein könnte, was die christlichen Kirchen oder die katholische Kirche hier erzählt, sondern ich will eine Erfahrung haben und so bis dahin kann ich mit diesen Wörtern nichts anfangen. Das mag einem jetzt nicht gefallen, so eine Einstellung, ja, aber sie ist einfach der Fall bei vielen Personen. Ja. Also das heißt, man muss auch in der gesamten Religions- oder eigentlich in der Katechese anders an die Sachen rangehen. Ja. Also ich glaube, dass Katechese ganz ein wichtiges Thema sein wird, ja, die sich dann natürlich auch verändern muss. Oder das Gottesbild transformiert sich. Die Eileen Barker in England hat dazu ganz interessante Studien gemacht, wo man einfach sieht, dass quasi männliche Vorstellungen von Gott, von eher weiblichen Vorstellungen von Gott abgelöst werden oder überhaupt geschlechtstranszendierenden Vorstellungen. Oder dass man mit einem personalen Gottesbild schlicht und ergreifend gar nichts mehr anfangen kann. Das sehen wir auch bei der Wertestudie, da sinken die Zustimmungsraten zur Vorstellung von Gott an Person auch schon, nicht erst jetzt, aber mittlerweile wirklich rasant. Ja, und wenn man an eine göttliche Wirklichkeit glaubt, dann wird das so mit Begriffen umschrieben, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Höhere Macht oder Energie ist ganz ein ganz beliebtes Wort dafür. Ja. Es mag einem vielleicht auch nicht gefallen, aber man muss es wahrnehmen und versuchen, wie man hier in ein Gespräch kommen kann. Ja. Oder quasi eine ganz starke Immanenzorientierung. Ja. Also wenn Gott, dann doch hier erfahrbar, jenseits, wer ist das? Da haben übrigens auch viele Katholiken und überhaupt viele Österreicher. Also in Österreich sagen 75% der Bevölkerung, der Sinn des Lebens liegt in den Naturgesetzen. Das ist der eigentliche Glaube. Ja? Und daher sind da auch viele Katholiken und Katholikinnen drunter. Oder der Sinn des Lebens kann durch die, und der Sinn des Lebens liegt in sich selbst. Ja? Also da gibt es Gott dann vielleicht als Aufputz dazu, aber zuerst einmal ist der Sinn des Lebens in sich selbst. Oder die ganz fremd oder zunehmend fremd für viele Menschen Offenbarungsglaube. Ja. Also Religiosität schon, ja, wenn ich das selber erfahren kann, aber dass da etwas ist, das mir einfach vorgegeben ist, das einfach auf mich zukommt, das habe ich und das ich mir nicht mal ausgesucht habe, ja, das ist quasi für das moderne, individualistische Wesen ganz schwer verstehbar. Ja. Warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Ja? Also unser Glaube ist aber im Kern, also nicht im Kern, das ist ein Offenbarungsglaube, da ist uns etwas vorgegeben, das wir uns nicht ausgesucht haben. Dass wir verstehen können, einholen können, leben können, aber es ist einfach da und erhebt einen Anspruch. Ganz schwierig, hier in Kommunikation zu bringen. Oder die Frage Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft hat sich auch verändert. Ja? Also quasi ich früher, also gibt es jetzt natürlich heute auch alles noch, aber nur um die Pole sichtbar zu machen, ich definiere meine Identität über die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Und bin auch bereit, daran mir zu arbeiten, damit ich da gut dazu passe, ja, weil mir diese Gemeinschaft wichtig ist. Und auf der anderen Seite, mir ist eigentlich mein Selbst wichtig und ich suche mir eine Gemeinschaft nach dem Kriterium, passt das zu meiner Identität? Das sind zwei völlig verschiedene Formen, Identität zu konstituieren. Und ich sage jetzt nicht, welches die bessere oder die schlechtere ist. Es ist momentan so. Ja. Wir finden beides, aber quasi in Bezug auf unser kirchliches Verständnis ist das Zweite natürlich eine große Herausforderung. Dann die ganze Frage mit der Spiritualität. Ja. Das hat sich auch transformiert, aber das wissen Sie, das muss ich Ihnen nicht erzählen, dass sich in den letzten mittlerweile Vierteljahrhundert, dass das wirklich ein zentraler Begriff geworden ist für die religiösen Sehnsüchte und Hoffnungen von Menschen. Wie ich begonnen habe, daran zu forschen, kann ich mich noch erinnern an Vorträge, wo wir kritisiert worden sind, dass wir jedes Modewort schon wieder aufgreifen müssen und dass das eigentlich, ich erinnere mich noch, Containerbegriff ist, in den alles hineinpasst. Mittlerweile hat jede Diözese in Österreich eine eigene Abteilung für Spiritualität. Ja, also da haben sich Dinge auch geändert, in der Kirche, aber auch außerhalb. Aber natürlich ist auch das eine Anforderung und ein Krisenindikator, mit dem wir uns stellen müssen.
Vor allen Dingen, weil quasi Spiritualität in einer christlichen Tradition dann letztlich doch heißt, dass das eine Lebensform ist, eine ganzheitliche Lebensform, also nicht nur ein Sonderbereich im Leben, sondern etwas, das mein ganzes Leben prägt, strukturiert, auch eine sozial inkulturierte Form hat, also nicht nur ein individualistischer Weg und auch vor allen Dingen vernünftig ist. Also auch christliche Spiritualität steht vor dem Anspruch, denkbar zu sein. Während man auf der anderen Seite in vielen Studien sieht, dass Spiritualität eigentlich eher anti-intellektuell ist. Ja, also da sucht man eine Erfahrung und das macht dann auch innerhalb der Kirche, gibt es geistliche Bewegungen, die haben dann eher Stress, wenn es quasi um die intellektuelle Auseinandersetzung einer spirituellen Erfahrung geht. Auch ein Krisenphänomen, dass sich da was verändert und bei jungen Leuten sowieso. Also eine Kollegin von mir hat da ein sehr spannendes Projekt gemacht, wo sie einfach zeigt, dass diese tiefe spirituelle Erfahrung im Zentrum steht und nicht so sehr dass der Wunsch danach, das dann intellektuell auch einzuholen. Klare religiöse Identitäten werden zu Mischformen. Das ist also quasi die Agnostiker, die sagen, naja, ich glaube nicht, aber ich schließe es auch nicht aus. Oder ich habe einen Freund, der sagt, ich täte ja gern glauben, aber ich kann das nicht. Ja? Also auch wenn es vernünftig ist. Ja? Also so eine Form, dann das, was man auch Anatheismus nennen kann. Das ist ein Begriff aus der amerikanischen Religionssoziologie. Das sind alle die in den Studien als die Nuns, also nicht mit U, sondern N-O-N-E-S, also die ankreuzeln, ich bin eigentlich nichts von alledem. Ja, also ich bin jetzt weder eine klassisch überzeugte Katholikin, bin auch nicht religiös, spirituell auch nicht, aber ich bin auch nicht nichts. Ja, also Atheist kreuzeln die auch nicht an, sondern es ist eher so keines von dem, aber irgendwie doch. Das gibt es, das ist eine ganz große Gruppe und da muss man eigentlich aufmerksam sein in diese Richtung. Dann auch quasi Leute, die zwar sehr religiös sind, aber trotzdem Analphabeten in Bezug auf Religiosität. Also ganz verschiedene Formen und in Österreich nochmal speziell, und das ist wirklich ein Krisenphänomen für unsere Kirche, da ist in 3 Jahren seit der Pandemie der Glaube an Gott von 2018 75% auf 54% gesunken. Da haben sogar wir geschluckt. Also das war, vor allen Dingen, weil in Europa und in Österreich der Glaube an Gott immer relativ konstant war und in Österreich hatten wir eigentlich nie weniger als 70% der Leute, der Personen, die sagen, sie glauben an Gott. Und in 3 Jahren Pandemie ist das um so eine große Zahl eingebrochen und das betrifft nahezu alle religiösen Parameter. Also das ist auch ein Krisenphänomen, das sich zwar schon länger abzeichnet, aber die Pandemie hat ja offensichtlich wirklich auch im Glauben gewütet. Ja. Hat es nicht ausgelöst. Ja. Das war vorher wahrscheinlich sehr oft einfach eine Idee oder eine Vorstellung, die irgendwie ganz praktikabel ist, aber keine Lebensweise. Ja. Und die Pandemie mit ihren religiösen Fragen, die ja kaum diskutiert worden sind, aber es gab Menschen, die haben da wirklich auch religiöse, existenzielle Krisen gekriegt. Der Umgang oder die ganzen Konflikte in den Pfarren mit rund um die Maßnahmen und die Impfungen haben nicht nur zu Kirchenaustritten, sondern teilweise offensichtlich auch zu Gottesverlust geführt. Also da gibt es viele Ursachen, aber das ist ein massives Krisenphänomen in Österreich. Und nicht zuletzt die Fusionierung von Religion mit und die Mutation von Religion mit und zu politischen Ideologien, die sind auch ein Krisenphänomen. Ja, weil quasi hier die entbettete Religiosität, ja, also wenn quasi nur mehr so ein bisschen ein Gottglaube über ist und man halt, oder gar nicht, aber man hat irgendwie schon noch eine katholische Identität oder eine evangelische, aber ich rede lieber über uns, die lässt sich dann quasi auch gut politisieren und dann wird quasi Religiosität wieder interessant oder Konfessionalität wieder interessant als kultureller und nationaler Marker. Und da spielen Religionsgemeinschaften im Feld der Krisenbewältigung eine hochgradig ambivalente Rolle, wie wir es in unseren Studien sehen. Also man darf, das sage ich Ihnen deswegen, weil quasi die Krisenbewältigung durch Religiosität immer auch eine politische Dimension hat. Also da geht es nicht nur um Gebet oder Spiritualität oder Zeitdeutung, sondern man muss auch wahrnehmen, was tun denn die Religionsgemeinschaften, was tut die Kirche, was tun Gemeinden da,
wo sind sie anzutreffen, nicht? Und da haben wir die einen, die sind ganz stark im prodemokratisch-sozialen. Ja? Das sind, wenn man unsere Wertestudie anschaut, vor allen Dingen diejenigen, wo sich Religiosität eng mit sozialem Engagement verbindet. Aber es gibt auch die mit quasi einer klassisch-traditionellen Religiosität ohne soziale Praxis, wo die antidemokratischen Werte sehr hoch sind. Und da muss man auch wahrnehmen, auch das, also Religionen agieren schon in den Krisenkontexten, aber hochgradig ambivalent. Sie sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Was ich jetzt glaube, ist, dass man, um als Christin handlungsfähig zu werden, braucht, das sind eben diese besagten theologischen Situationsanalysen. Das heißt, eine Deutung von Zeitphänomenen aus der Sicht der biblisch-kirchlichen Tradition, um den inneren Sinn der Ereignisse besser zu verstehen. Ohne solche übergreifenden Erzählungen, und ich greife jetzt ganz bewusst den Begriff der großen Erzählungen auf, besteht die Gefahr von Orientierungskrisen, von Sinnverlust, von Ordnungserosion und der Reduktion von Lösungen auf Pragmatismus, ganz, das ist in Österreich sehr modern, Aktivismus, Management oder einfach auch nur Machtkampf, ja, quasi ohne Macht. Nietzsche hat das Nihilismus genannt, nicht, dass die Leute nichts glauben, sondern dass das, was am Ende überbleibt, einfach nur mehr der nackte Kampf um Durchsetzung eigener Interessen ist. Ja. Also das bleibt, wenn man quasi die Lösungen auf das reduziert, bekommt eine Gesellschaft gröbere Probleme. Ja. Und ich weiß, dass der Begriff der großen Erzählungen in der Philosophie und durch die postmoderne Philosophie hochgradig umstritten und kritisiert worden ist. Und ich finde auch zu Recht, ja, man muss sich nur anschauen, was die damit gemeint haben. Die haben nicht jede große Erzählung damit gemeint. Da waren vor allen Dingen quasi alle politischen Erzählungen und Ideologien gemeint, wo der Einzelne sich einer Idee unterordnen muss. Das wird abgelehnt. Ja. Aber quasi sinnstiftende Zusammenhänge zu formulieren über gesellschaftliche Entwicklungen, meiner Wahrnehmung nach wurde das nicht abgelehnt. Abgesehen davon zeigt eben der schon erwähnte Ton Verkamp, ein niederländischer Theologe, sehr eindrücklich, dass wenn quasi die Eliten, und die braucht's, ja, wenn die Eliten solche Erzählungen nicht anbieten und wenn sowas gesellschaftlich nicht diskutiert wird, dann erfinden sich die Leute ihre großen Erzählungen selber. Ja, abgesehen davon, dass man ja dann noch über die große Wirtschaftserzählung auch sprechen müsste und könnte. Also der Fortschrittsmythos oder die Verschwörungslogik. Mir ist klar, das ist gefährlich, ja, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das ist ein Versuch, was ich dann vielleicht tun werde. Aber ich glaube, es ist alternativlos. Ich glaube, die Kritik ist berechtigt. Ich glaube auch, dass es in einer pluralistischen Gesellschaft jetzt nicht eine große Erzählung geben kann, sondern mehrere große nebeneinander existieren können, die sich mit ihm Austausch sind, die auch streiten miteinander. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber ich glaube, dass wir sowas dringend brauchen. Und mir ist auch bewusst, dass quasi so große Erzählungen natürlich auch Unrechtsverhältnisse und Gewalt und Krieg legitimieren können. Also man muss da wirklich aufpassen, welche Narrative man aus der christlichen Tradition herausholt. Ich verweise da auf das Buch vom Rainer Bucher, dem emeritierten Grazer Pastoraltheologen, Hitlers Theologie, oder auch auf diese 1000 Seiten Schwarte von Friedrich Heer, wo der sehr eindrücklich zeigt, dass der Hitler das halt auch gemacht hat. Ne? Also eine theologische Sinndeutung der Ereignisse im Nationalsozialismus. Deswegen hat es ja so gut funktioniert, weil er mit vielen Motiven aus dieser Tradition an das Bewusstsein oder an die Narrative der Gesellschaft anschließen konnte. Also das sage ich deswegen, weil es gefährlich ist. Also ich bin, also oh Gott, ich bin, okay. Ja, da gehe ich gleich in meine drei Punkte. Erstens, der biblische Glaube, also Krisen sind Lernorte. Ja, das ist quasi der Metablick jetzt. Der biblische Glaube steht durchgängig in Krisensituationen. Heute gibt es in der Bibelwissenschaft auch so quasi Formulierungen. Der Dominik Makel zum Beispiel nennt das so. Eigentlich sind die Texte der Heiligen Schrift, speziell nochmal erst im Alttestament, beim Alten Testament, Traumabewältigungsliteratur oder Resilienzliteratur. Ja, also das sind Texte, die von Menschen verfasst worden sind, die heute sagen wir im Hintergrund, aber das war ja deren Vordergrund, massive Krisen erfahren haben. Ja? Also
repressive Imperien, Ägypten, Babylon, das Römische Reich, die Assyrer, ja, also die leben permanent unter Bedrohung. Das ist kein Hintergrund, das ist ein Vordergrund für die damals. Ja. Das blenden wir halt immer aus, so wie wir die Bibel lesen, aber das ist deren Leben. Versklavung, Verfolgung, Vertreibung, Exil, Diaspora, Krieg, Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Das sind nicht nur Sachinformationen, das ist erlebtes Leben und permanent bedrohtes Leben, das quasi diese christlichen und auch jüdischen Gemeinden von Anfang an bedrückt und bedroht. Ja. Und quasi religionspädagogisch betrachtet, verstehe ich den biblisch bezeugten Glauben als ein Resultat von Lernprozessen im Kontext von Krisen und Katastrophen. Und wenn man sich dann anschaut, ich habe es jetzt zum Beispiel gemacht fürs Bundesbuch, ja, so einen ganz zentralen Text im Exodus drinnen. Wenn man sich anschaut, dann bei den Bibelwissenschaftlern, was da wirklich passiert, also was man heute weiß, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert ist und sich dann anschaut, wie gehen die mit den Texten um, ja, und warum kombinieren die jetzt welche Texte mit welchen Texten, dann wird es total spannend, weil man da nämlich, ich kann dann lernen, wie die gelernt haben, ein historisches Ereignis, ja, mit ihren theologischen Traditionen zu verbinden. Das machen die nämlich immer. Ja, also die nehmen quasi in einer bestimmten Krisensituation die Texte, die ihnen damals zur Verfügung stehen, reinterpretieren sie neu und kombinieren sie einfach neu. Ja, also das Jerusalemer Geschichtswerk zum Beispiel, ja, das von Abraham bis knapp vor dem gelobten Land geht, inklusive der Sinai-Offenbarung, das entsteht in Jerusalem nach dem Schock, dass das Nordreich zerstört worden ist. Ja, und die Assyrer kommen dann mit ihrer aggressiven Vertragspolitik und unterdrücken alle. Und dann beschließt diese Gruppe quasi, nö, wir machen da einen anderen Vertrag. Wir erzählen die Geschichte von unserem Vertrag mit unserem Gott und der ist der Herr der Geschichte. Ja, da wird es dann spannend, nicht? Also was widerfährt denen und wie tun die? Und ich glaube, das wäre halt auch eine Aufgabe, nicht? Auch die Freiheit zu haben, die eigenen Traditionen zu reaktivieren und zu schauen, was können wir, wie können wir unsere Zeit heute verstehen, mit Hilfe der Traditionen, die uns zur Verfügung stehen? Die muss man natürlich kennen, ja, und können und auch vernünftig begründet anwenden. Das, was dabei passiert ist, die erinnern sich an ihre Tradition, die eignen sich das quasi aktiv an, ja, deswegen spielt daher Bildung auch so eine große Rolle. Sie interpretieren sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja, das verbindet sich mit Gemeindebildung. Die kriegen auch ganz konkrete Rechtsvorschriften, wie sie sich verhalten sollen, damit sie eine bestimmte Haltung auch einüben. Ja, also Fremdenrecht, Armenrecht, Witwen, Waisen, das ist ja alles neu damals in diesem Kontext, ja, damit sie auch eine entsprechende ethische Haltung einüben. Was dabei passiert ist, aus den Opfern, die völlig verzweifelt sind, werden wieder Akteure, ja, die für ihre Geschichte selbst Verantwortung übernehmen. Ich meine, die schimpfen ja auch immer über alle anderen auch. Das findet man in der Bibel auch, diese Texte. Ja. Das ist normale menschliche Verhaltensweise, dass zuerst immer die anderen schuld sind. Aber das, was Israel in die Zukunft bringt, ja, und auch die christlichen Gemeinden, die judenchristlichen Gemeinden in die Zukunft bringt, ist immer die Frage, und das habe ich hier auch aufgeschrieben, zuerst einmal, wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Hier habe ich Ihnen ein paar, finde ich, hilfreiche Fragen herausgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie im Hintergrund vieler biblischer Texte stehen, ja, die dabei dann entstehen. Und diese Fragen lauten, wie sind wir in die Situation gekommen? Was haben eigentlich wir falsch gemacht, ja, abgesehen von den anderen? Das heißt Selbstbesinnung und Reue oder das, was dann biblisch im hebräischen Teshuvah heißt oder in der griechischen Übersetzung Metanoia. Dann Erinnerung und Wahrnehmung der Präsenz des treuen Bundesgottes und dessen Wirken in der Geschichte. Die erinnern sich daran, da war doch schon mal was so schrecklich. Gott hat uns geholfen. Wie hat er das gemacht? Und was haben unsere Vorfahren quasi dann gemacht, damit sie wieder quasi befreit und gerettet werden können? Was können wir aus unseren Traditionen lernen? Was haben wir selber noch nicht verstanden? Ja? Also eine wirklich ganzheitliche Umkehr und ein erneuertes, vertieftes Verständnis der Tradition im Licht der Gegenwart. Muss man sich halt trauen. Ja? Und was müssen wir tun, damit wir in Zukunft nicht mehr in so eine solche Situation kommen? Und das hat zwei, im Wesentlichen immer zwei Säulen, wurscht, welchen Text Sie sich anschauen. Die eine Säule ist,
Es geht darum, die Gottesbeziehung zu vertiefen und zu erneuern, weil eine der Ursachen regelmäßig, dass quasi die Diagnose ist, wir waren unserem Gott nicht treu, also Selbstkritik. Und die zweite Diagnose ist, wir müssen unser Recht und unsere Ethik verändern. Ja, damit wir Strukturen schaffen, Sie erinnern sich, Stichwort Strukturen, Harald Welzer, die haben das damals schon gewusst. Ja. Wir brauchen Strukturen, damit wir bestimmte Verhaltensweisen einfach schwieriger machen. Ja, damit wir auch tatsächlich ein besseres Leben haben können. Und dann, was dürfen wir hoffen? Die Erinnerung an Gottes Verheißungen. Ja, das gelobte Land, das Reich Gottes, das Jesus von Nazareth verheißen hat, die Auferstehung, auch der Glaube an die Auferstehung ist ja zunächst quasi keine Frage nach dem Weiterleben, nach dem Tod, sondern also die Hoffnung darauf, dass Unrecht und Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort haben werden. Ich selber habe jetzt quasi zwei Narrative im letzten Jahr für mich entdeckt, oder eigentlich schon länger. Exodus-Erzählung, ja. Also ich sage Ihnen die Frage, die ich da stelle. Können wir die Krisen der Gegenwart als Exodus, als Befreiungsprozess durch Gott verstehen? Also werden wir quasi wieder ein Stück weit mehr in die Freiheit hinausgeführt. Und wenn Sie sich an die Exodus-Geschichte erinnern, das ist nicht so lustig, in die Freiheit befreit zu werden. Ja, die schimpfen fest. Genau, ja, also das geht ja ziemlich, ich meine, das ist dann wieder der ernüchternde Teil an dem Exodus-Narrativ, das dauert irrsinnig lang, man muss raus und nachher ist es noch immer nicht vorbei, man muss Prüfungen bestehen, man scheitert ununterbrochen, aber man wird befreit. Ja? Also vielleicht so, ich habe es Ihnen schon gesagt, das ist die Reaktion auf die Zerstörung des Nordreiches und da entsteht quasi in diesem Kontext eine eigene Geschichte des Widerstandes. Ja. Der Exodus ist auch eine Widerstandserzählung. Wir lassen uns von den Assyrern dann nicht deren Geschichtsnarrativ aufs Auge drücken, wenn ich das so wienerisch sagen darf. Ja. Sondern wir haben unsere eigene Geschichte. Das ist auch eine Geschichte des Widerstandes. Und diese Geschichte ist der Basisnarrativ von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten und der Konstituierung des Volkes am Israel. Am Sinai. Das heißt, der politischen Katastrophe wird eine Erzählung der Geschichte entgegengehalten, die diese als Befreiung aus Knechtschaft durch Gott interpretiert. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja? Die könnten auch sagen, jetzt geht die Welt unter. Ja? Und wir haben keine Zukunft und keine Chance mehr, machen sie aber nicht. Ja? Sie sagen, das, was uns da passiert ist an mühsamen Dingen, ist ein Befreiungsprozess, aber natürlich verbunden mit der Verpflichtung, dann eine alternative Gesellschafts- und Rechtsordnung aufzubauen, die im Bundesbuch das erste Mal beschrieben wird, wo ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen, dass es in der christlichen Tradition kaum rezipiert worden. Sagt auch was. Ja. Also quasi, das ist das Zentrum, ja, am Sinai zu sagen, Leute, das ist jetzt aber auch eure Aufgabe, eine alternative Gesellschafts- und Rechtsordnung zu etablieren. Diese Freiheit wird mühselig erlernt. Das heißt, dass die Antwort damals auf die Krise ist einerseits eine Kultordnung, die die Treue sichert und eine innovative Rechtsordnung, verbunden mit der Hoffnung auf das gelobte Land. Das kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins so dort in die Gegenwart übersetzen. Interessant finde ich aber die Struktur, in der das erfolgt. Also wenn man quasi angesichts der Übermacht der Bedrohungen durch Klimakatastrophe, Kriege, Wirtschaftskrisen, die ja alle verantwortliche Akteure haben, das ist ja mal schon die erste Frage, nicht? Wer sind da die Assyrer eigentlich? Oder die Babylonier oder die Ägypter? Teilweise sind das wir selber, glaube ich, ja? Kommt leider auch dazu. Ja? Also man kann den Exodus-Narrativ nicht nur aus der Opferperspektive lesen, man wird ihn, glaube ich, auch in unseren Breitengraden in bestimmten Schichten aus der Täterperspektive lesen müssen. Ja. Ausgelöst durch eine imperiale Lebensweise, die überflüssige Menschen und zahlloses Elend erzeugt, könnte man diese Krisen heute vielleicht auch als Hinweis verstehen, dass wir umkehren müssen, die Frage nach Gott neu stellen müssen und vertieft um Ethik, Recht und Gerechtigkeit ringen müssen und dann diesen Paradigmenwechsel, den ich Ihnen vorher beschrieben habe, nicht nur einfach erleiden oder bejammern und sagen, oh Gott, das ist schrecklich, ja, sondern sagen, wir gestalten den aktiv mit und bringen da unsere Ressourcen hinein. Das wird nicht allen gefallen, das werden nicht alle super finden, aber da gibt es viel zu tun und da müssen wir natürlich auch viel lernen, ist auch klar. Ja? Aber das haben die auch gemacht, ne? Die haben auch ihre alten Quellen herangezogen. Und dabei in zahlreichen Prüfungen von inneren und äußeren Unfreiheiten befreit zu werden,
hin, und das wäre jetzt die Hoffnung zu mehr Liebe, zu mehr Gerechtigkeit, oder das, was in der ganzen biblischen Tradition Reich Gottes heißt. Und dann bin ich gleich beim zweiten Narrativ, den ich dabei noch entdeckt habe. Der bringt eine andere Farbe hinein. Also der Exodus-Narrativ ist ja einer, der viel mehr auf die Aktivität der Gläubigen setzt. Ja. In der Apokalyptik ist es eher passiv. Ja. Das ist, wenn die Probleme gar so groß werden. Aber auch die Apokalyptik ist eine Antwort auf Krisenerfahrungen im Kontext von repressiven, gewaltförmigen Imperien. Da gab es eine ganz tolle Veranstaltung hier auch, habe ich auch in den Hörsaal mit Markus Diewald und der Oliver war das, der Oliver Achilles, wo man gelernt hat, da ist mir das einfach so aufgefallen, wie aktuell das ist und wie man das eigentlich auch für heute aktivieren könnte. Weniger optimistisch, muss man auch dazu sagen, ja? Auch weniger politisch. Schon auch politisch, aber weniger politisch, weil dort auf das Ende der Welt, wie sie erlebt wird, gehofft wird. Das macht der Exodus nicht. Der Exodus hat quasi das gelobte Land vor Augen, die große Sehnsucht, die Vision mit Milch und Honig. Ja. In der Apokalyptik ist es eher so, das, was wir da erleben, muss ein Ende haben. Da sehen Sie auch, dass es verschiedene Narrative gibt in der Schrift und nicht nur eine große Erzählung. Also auch die Bibel hat mehrere. Im AT wird quasi in Daniel auf die Ankunft des Menschensohnes gehofft. Aber die Jesusbewegung, und das habe ich bei der Paula Fredriksen gelernt, in ihrem Buch Als Christen noch Juden waren, und das haben wir in der Verkündigung, glaube ich, völlig vergessen, die Jesusbewegung war eine glühende apokalyptische Bewegung, auch Jesus selber. Man lernt es, glaube ich, so in einem Nebensatz im Studium. Aber ich habe erst bei der Paula Fredriksen verstanden, was das eigentlich bedeutet hat. Die haben tatsächlich geglaubt, jetzt, also nicht morgen oder irgendwann in ferner Zeit, sondern jetzt bricht das Reich Gottes an. Jetzt ist das Böse besiegt. Jetzt stehen die Toten auf. Jetzt werden die Sünden vergeben. Jetzt herrscht ein Reich des Gerechtigkeit und des Friedens. Und das Spannende ist, das geschieht nicht. Ja. Und die Fredriksen zeigt quasi an vier Stationen, mindestens vier habe ich mal gemerkt, dass die viermal so eine Frustration erleben. Ja. Also die glauben bis zur Kreuzigung quasi jetzt gleich hier das Reich Gottes. Ja. Dann wird Jesus gekreuzigt, riesige Enttäuschung. Dann Auferstehung, jetzt das Reich Gottes, wieder nichts. Ja. Dann kommt, glaube ich, die nächste Station, die sie hat, ist im Verlauf der Jüngerbewegung. Im Tempel zu Jerusalem stellt der Caligula seine Götzen auf. Na, schlimmer geht das nicht aus jüdischer und judenchristlicher Perspektive. Also wieder nichts. Ja. Da gewinnt jetzt schon wieder quasi der römische Imperator und nicht unser Gott quasi. Ja. Und das Letzte ist dann die Zerstörung des Tempels, die ultimative Katastrophe. Ja. Und was man da so schön sieht, ist, die geben aber nicht auf. Ja. Die könnten jetzt auch sagen, jetzt ist das schon das vierte Mal passiert, wir pfeifen jetzt einfach drauf, weil das wird nie der Fall sein. Nein, die Christen, die Judenchristen machen das, was Juden immer gemacht haben. Die fragen sich, was haben wir noch nicht ausreichend verstanden in unserer Tradition? Ja. Weil man quasi von der Hoffnung ausgeht, Gott wird so lange diese Erde bestehen lassen, bis alle kapiert haben und gelernt haben, worum es geht. Also Aufschub quasi. Unter der Voraussetzung, man stellt sich die Frage, also wenn das Reich Gottes immer noch nicht jetzt anbricht, ja, und jetzt ist es ja schon mehrfach nicht so ganz angebrochen, aber in vielen Bereichen finde ich durchaus doch, ja, dann haben wir immer noch etwas Neues zu lernen, immer noch etwas Neues zu verstehen und immer noch etwas zu hoffen. Also das ist jetzt alles andere als nicht anstrengend. Ja, das heißt auch sich anstrengen. Ja, weil Lernen halt auch ein bisschen anstrengend ist. Aber die Hoffnung ist eine Frucht dieser Bewegung. Ja. Das ist nicht irgendein billiger Optimismus, der sagt, das wird schon gut sein und so quasi so vertrösterisch ist, sondern die Hoffnung ist eine Frucht, wenn man sich widerständig in der Erinnerung an die Verheißungen auf diese Lernprozesse wieder einlässt. Und dabei kann sowas wie eine apokalyptische Hoffnung entstehen. Also quasi, ich kann etwas dazu beitragen, dass das Reich Gottes irgendwann mal entsteht und ich darf darauf hoffen, dass er darauf wartet, bis es alle verstanden haben. Das heißt, können wir die Krisen der Gegenwart als Apokalypse verstehen?
Indikatoren eben eine weit verbreitete Angst vor dem Weltuntergang. Die höre ich beim Supermarkt, wenn ich den Leuten beim Reden zuhöre. Die höre ich in der U6, wenn ich den Leuten beim Reden zuhöre. Die Angst quasi, der Planet geht zu Ende. Das ist bei jungen Menschen wirklich anzutreffen. Also es gibt mittlerweile ein eigenes psychotherapeutisches Krankheitsbild dafür. Und gleichzeitig die manchmal, finde ich, etwas verschüttete Sehnsucht nach einem anderen Leben. Da frage ich mich, wo die hin verschwunden ist. Die sehe ich momentan kaum. Also wirklich nicht die Hoffnung, sondern überhaupt mal die Sehnsucht. Ja, die Sehnsucht ist ja die Bedingung der Möglichkeit, dass ich überhaupt mal auch wieder in die Gänge komme. Wenn mit den Bildern völlig verschwinden, wird es schwierig. Das heißt, man könnte die Krisen dann vielleicht als Hinweis verstehen, dass Gott dabei ist, sein Reich zu errichten und dann auch zu Ende gehen, alles zu Ende gehen muss, was dieses Leben beschädigt und zerstört. Und vielleicht können wir das so machen, dass das ohne Gewalt geht. Ja? Und quasi von selber alles oder freiwillig schauen, dass wir die Strukturen verändern, die Leben beschädigen. Historisch schaut es da nicht ganz so gut aus. Also das habe ich selten wo gesehen. Aber das wäre zumindest meine Idee, dass Christen das versuchen könnten. Und dass die Apokalypse vielleicht erst dann kommt, wenn wir Gott besser verstanden haben werden und wir erneut auf den Aufschub hoffen dürfen, wenn wir bereit sind, umzukehren und zu lernen. Und jetzt überspringe ich das kriegen Sie ja, das können Sie nachlesen. Ich möchte mit dem Papst Franziskus enden, der sich, was mich sehr freut, auch solche Gedanken macht, das macht nicht nur ich, der sagt auch, wir sind in einer Zeit des Epochenwandels. Können Sie nachlesen, wenn Sie Weihnachtsansprache Papst Franziskus 2019 googeln, finden Sie das, die ganze Rede. Ich habe ein bisschen was rumgekürzt. Aber er sagt auch, die Epoche, in der wir leben, ist nicht nur eine Epoche der Veränderungen, sondern die eines Epochenwandels. Also gemeint, Übergang von der Antike zum Mittelalter, Mittelalter, Neuzeit, in so einer Sattelzeit befinden wir uns. Ja. Wir stehen also an einem der Momente, in denen die Veränderungen nicht mehr linear sind, sondern vielmehr epochal. Sie stellen Weichenstellungen dar, die die Art des Lebens, der Beziehungen, der Formung, der Kommunikation, des Denkens, des Verhältnisses zwischen den menschlichen Generationen und dem Verständnis und der Ausübung von Glauben und Wissenschaft schnell verwandeln. Ich würde ihm gerne meine empirischen Studien schicken, das stimmt. Ja. Das findet statt, was er da sagt. Ja. Und dann sagt er, es geschieht oft, dass man die Veränderung lebt, indem man sich darauf beschränkt, ein neues Kleid zu tragen, aber in Wirklichkeit so bleibt, wie man vorher war. Und dann zitiert er einen Roman, den Leoparden von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es gibt einen wunderbaren Film in Burt Lancaster, den ich mir mal angeschaut habe, und den zitiert er da. Ich erinnere mich an den rätselhaften Ausdruck, der in einem berühmten italienischen Roman zu lesen ist. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern. Und das Spannende ist, wer diesen Satz sagt. Das sagt er nämlich dann nicht dazu. Das sagt der konservative Graf. In einer Situation, 19. Jahrhundert, ja, politischer Aufruhr, die Linke, rebelliert, ja, der Adel ist quasi auf der Reaktion, auf der politischen Reaktionsseite, und er, also der Burt Lancaster in seiner ganzen Erscheinung, sagt das sehr nachdenklich, und er ist der einzige wirklich Konservative, würde ich sagen, der wahrnimmt, wenn man etwas bewahren will, dann muss man manchmal Dinge verändern, wenn sich die Zeichen der Zeit verändert haben. Er wird nicht gehört werden. Ja. Aber das hat mir so imponiert. Ja. Also das ist ein Konservativer von Rang. Genau. Letzte Folie. Was soll man tun? Die gesunde Haltung ist vielmehr jene, sich von den Herausforderungen der heutigen Zeit befragen zu lassen und sie mit den Tugenden der Unterscheidung, das kennen wir ja schon, der Parhesia und der Hypomonie aufzugreifen. Ja, ich habe dann hinein dazu geschrieben, weil ich eigentlich wissen wollte, was die Parhesia jetzt genau ist. Ja, das ist nicht nur die Redefreiheit und die Offenheit. Ich habe bei, wie heißt der Französisch, bei Michel Foucault auch herausgefunden, dass der Begriff in der Antike auch bedeutet hat, Redefreiheit ohne Manipulation und Generalisierung. Ja, weil man kann auch die Wahrheit und die Offenheit sagen, trotzdem jemanden manipulieren wollen. Das gibt es nämlich auch. Also Wahrheits
Wahrheitstechnik als Manipulation. Also damit man sieht, wie schillernd auch die Parrhesia ist. Und die Hypomonie ist eben das Ausharren, die Geduld und das Erleiden. Und deswegen sagt Papst Franziskus, und das hilft vielleicht den synodalen Prozess besser zu verstehen, wir müssen Prozesse anstoßen und nicht Räume besetzen. Also es geht nicht um die Sicherung des Bestehenden, sondern es geht darum, dass man auf der Basis dessen, was besteht, natürlich nicht willkürlich, aber quasi Prozesse der Veränderung anstoßt, wo man am Anfang nicht weiß, was am Ende dabei herausgekommen sein wird. Das ist das Risiko und deswegen ist das Bild des synodalen Prozesses ja auch ein Zelt und kein Haus. Begründung, Gott zeigt sich in der geschichtsgebundenen Offenbarung, in der Zeit. Die Zeit stößt Prozesse an, der Raum kristallisiert sich. Gott findet sich in der Zeit, in diesen laufenden Prozessen. Und deswegen muss man Räume der Machtausübung nicht zu bevorzugen gegenüber Zeiten der Prozesse, selbst wenn sie lange dauern. Da wiederholt er sich jetzt dann, da wird ein bisschen redundant, das können Sie dann selber lösen. Zum Schluss steht, von daher werden wir angeregt, die Zeichen der Zeit mit den Augen des Glaubens zu lesen, damit die Richtung dieser Veränderung, und das finde ich spannend, ja, der ist nicht gleich bei den Antworten, sondern bei den Fragen, neue und alte Fragen aufwirft, angesichts derer eine Auseinandersetzung berechtigt und notwendig ist. Und wenn Sie quasi die Zeitdeutung von Papst Franziskus im Vertieften nochmal lesen wollen zum Thema Krise, habe ich Ihnen hier noch ein Buchtipp zum Schluss aufgeschrieben. Wage es zu träumen mit Zuversicht aus der Krise. Da haben Sie am Anfang auch, finde ich, ganz tolle Texte zu seinem Krisenverständnis. Er versteht diese Krisenzeit auch. Er spricht nicht von Lernen, er spricht von Prüfung, ja, und weist darauf hin, dass das auch eine spirituelle Aufgabe ist. Aber eben auch eine gesellschaftspolitische. Also er verbindet diese beiden Ebenen ja auch sehr stark. Aber das können Sie dann selber lesen. Jetzt danke ich für die lange Geduld.